Mit iOS 17 kommt der neue Standby-Modus auf das iPhone, auf den Lockscreen, und in diesem Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, was ihr dort alles konfigurieren könnt und was mit dem Standby-Modus auf dem iPhone alles möglich ist. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS 17 Features interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro einmal den iOS 17 Standby-Modus etwas genauer an, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bevor wir uns den Standby-Modus in Aktion anschauen, würde ich aber nochmal sagen, wir werfen einen kurzen Blick in die Einstellungen, öffnen dazu hier die Einstellung App und finden dann seit iOS 17 hier auch den Standby-Modus als Option. Und hier oben wird dieser eben eingeschaltet, und wenn Standby aktiviert ist, dann wird das iPhone, wenn es im Quermodus ist und geladen wird, eben um Widgets, Fotos und Uhren ergänzt, wie wir das eben vor dem Intro schon gesehen haben. Außerdem können wir hier unter Anzeige auch das Always-on-Display des iPhone 14 Pro oder neuer nutzen. Außerdem gibt es hier noch einen Nachtmodus, den man verwenden kann. Dann wird eben das Ganze rot gefärbt, ähnlich wie wir das von der Apple Watch Ultra kennen. Und bei Bewegung aktivieren kann man hier ebenfalls einmal einschalten. Das heißt, wenn man eben wie durch den Raum läuft oder kurz mit der Hand vor das iPhone geht, dann wird dieses Display eben aktiviert. Und zu guter Letzt kann man hier noch die Mitteilung einblenden, erlauben oder eben deaktivieren. Damit ihr den Standby-Modus im vollen Umfang nutzen könnt, solltet ihr übrigens noch einmal in Face ID und Code gehen und hier etwas nach unten scrollen und hier einmal schauen bei im Sperrzustand Zugriff erlauben. Denn wenn ihr zum Beispiel diese Punkte wie Ansicht, Heute und Suchen und die Sperrbildschirm-Widgets deaktiviert habt, dann muss euer Gerät immer per Face ID entsperrt werden. Dementsprechend werden natürlich nur sehr wenige Infos angezeigt, wirklich dann nur noch die Uhrzeit, keine Infos aus Kalender oder ähnlichen Apps. Dementsprechend solltet ihr hier einmal schauen, dass ihr zumindest so etwas wie die Sperrbildschirm-Widgets und eben die Heute-Ansicht aktiviert. Ansonsten ist der Standby-Modus wirklich sehr eingeschränkt. Wenn wir den Standby-Modus nutzen möchten, dann können wir hier unser iPhone nehmen und zum Beispiel auf einen MagSafe-Charger einmal anschließen. Und wie gesagt, das Ganze muss hier im Querformat sein und das Gerät muss geladen werden. Und daraufhin seht ihr auch schon, dass das hier automatisiert funktioniert. Wir sehen hier links jetzt eben die Uhrzeit oder eben hier Aktien. Dann haben wir nochmal ein anderes Uhren-Widget und noch eins. Auf der rechten Seite habe ich dann hier zum Beispiel einmal das Hörbuch-Widget oder dann hier Erinnerung. Außerdem hier dann auch den Kalender oder zum Beispiel auch das aktuelle Wetter. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und die werden dann hier entsprechend angezeigt. Wie gesagt, wenn ihr dann noch den Nachtmodus nutzt, im Dunkeln, in der Nacht kann es dann eben noch umgeschaltet werden, dass das hier alles so leicht rötlich wird, was auch wirklich sehr cool aussieht. Und im Grunde könnt ihr hier jetzt einfach durchscrollen und euch unterschiedliche Widgets anzeigen lassen. Könnt nachts, wenn ihr zum Beispiel auf euer Gerät schaut, einmal direkt hier die Uhrzeit sehen, oder wenn ihr am Ende so etwas wie zum Beispiel ein Hörbuch hört, dann könnt ihr das natürlich hier drüber auch steuern. Ist also wie ein sehr moderner digitaler Wecker, und natürlich könnt ihr diesen auch bearbeiten. Dazu müsst ihr einmal gedrückt halten. Und dann seht ihr auch schon, dass das Interface eigentlich nahezu identisch ist wie auf dem iPhone Homescreen. Das heißt, wir können hier eben unsere unterschiedlichen Widgets entfernen, wir können sie verschieben, wir können hier eine intelligente Reihenfolge ein- oder ausschalten, Widget-Vorschläge ein- oder ausschalten und natürlich auch oben links auf das Plus gehen, um weitere Widgets hinzuzufügen. Wenn wir nun oben auf das Plus gehen, dann werden uns hier eben alle möglichen Widgets angezeigt. Wir können hier in Widgets suchen, links durch die einzelnen Apps gehen und rechts haben wir dann hier eben die Möglichkeit, Vorschläge zu nutzen, wie zum Beispiel hier Uhr, dann Karten, Fotos, Notizen, Bücher, aber auch so etwas wie die Home-App. Das heißt, wir können auch direkt hier einzelne Geräte steuern, was ich wirklich sehr cool finde. Und wir können hier links auch ganz einfach zwischen den verschiedenen Widgets wählen, die wir auch schon vom Homescreen kennen, also wie zum Beispiel hier Status. Dieses Widget ist natürlich sehr praktisch, da kann man direkt sehen, wie die einzelnen Geräte geladen sind. Dann haben wir hier als nächstes die Möglichkeit, zum Beispiel auf Bücher zuzugreifen, auf Fotos. Wie gesagt, hier das Home-Widget kann man hinzufügen, was ich ebenfalls wirklich noch sehr praktisch finde. Und wenn wir erneut einmal schauen, seht ihr auch, dass hier immer weitere Widgets hinzukommen, wie zum Beispiel News und Wetter etc. Allerdings eben noch nicht allzu viele von Drittanbietern. Die werden dann mit der Zeit kommen. Also da muss man sich wahrscheinlich noch so ein bisschen gedulden, bis Drittanbieter dann eben Widgets für Standby anbieten. Aber sobald das der Fall ist, ist es auf jeden Fall wirklich sehr schön, dass man diese ganzen Informationen auch auf dem Lockscreen in diesem schicken Interface erhält. Wir können nun natürlich ganz einfach hier unsere Geräte steuern, wie jetzt hier
über das Home-Widget. Das heißt, wir können dort drauf tippen und daraufhin wird hier auch schon diese Lampe ein- oder ausgeschaltet. Wir können hier auf unsere Akkuanzeigen zugreifen, sehen, das iPhone wird gerade geladen, hier neben an die Apple Watch und auch meine AirPods Pro. Wir haben rechts dann hier in diesem Beispiel natürlich einmal die Hörbuch-App. Also da habt ihr eben einen sehr großen Umfang bereits an bestehenden Apps, die man eben nutzen kann. Und zum Großteil kann man sich hier natürlich am Ende auch einfach nur das aktuelle Datum oder die Uhrzeit anzeigen lassen, je nachdem, was einem da am besten gefällt. Und das Schöne ist, dass ihr eben zwei Seiten habt. Das heißt, hier rechts könnt ihr ebenfalls gedrückt halten und habt dann die gleichen Möglichkeiten, auch hier dann wieder auf das Plus zu gehen und dann entsprechend Widgets hinzuzufügen und so natürlich zwischen den unterschiedlichen Widgets, die Apple aktuell anbietet, zu wählen und immer zwei parallel euch anzeigen zu lassen. Ich persönlich finde diese Funktion auf jeden Fall wirklich richtig cool, gerade so die Kombination aus zum Beispiel hier smarten Geräten, die man abends noch einmal steuern möchte, wie zum Beispiel das Licht im Schlafzimmer, was man dann hier ganz einfach drüber ausschalten kann und gleichzeitig noch irgendetwas, was man vielleicht abends macht, wie zum Beispiel ein Hörbuch hören oder dass man nochmal einen Überblick bekommt über den aktuellen Akkustand, muss ich vielleicht nochmal das ein oder andere Gerät aufladen. Da hat man dann eben die Möglichkeit, auf diese ganzen Dinge zuzugreifen und gerade der Nachtmodus ist auch sehr cool, weil es wie gesagt ein sehr schicker, smarter, digitaler Wecker ist, den man dann eben nutzen kann und das iPhone dafür verwenden kann, wenn man es sowieso in der Nacht über so einen smarten MagSafe Charger auflädt. Aber sehr gerne könnt ihr mir mal eure Meinungen zu dem neuen Standby-Modus unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von dieser iOS 17-Funktion haltet. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.